723 Bonifatius fällt die Donaueiche in Geismar.744 Gründung des Klosters Fulda. 822 Rabanus Maurus wird Abt in Fulda. 919 Heinrich der Erste wird in Fritzlar zum König gewählt. 1136 Gründung des Klosters Eberbach im Rheingau. 1152 Königswahl Friedrich Barbarossas in Frankfurt. 1235 Elisabeth von Thüringen wird heilig gesprochen. 1240 Kaiser Friedrich II. Nimmt die Frankfurter Messe unter seinen Schutz. 1255 Teilung des Hauses Nassau in zwei Linien. 1263 Die Langsdorfer Verträge sichern Heinrich von Brabant die Landgrafschaft Hessen. 1283 Weihe der Elisabethkirche in Marburg. 1292 Adolf von Nassau wird deutscher König. 1349 Die Pest erreicht das Rhein-Main-Gebiet. 1433 Pilgerfahrt des Erbgrafen Philipp von Katzenelnbogen von Darmstadt ins Heilige Land. 1504 Geburt des Landgrafen Philipp des Großmütigen. 1526 Homberger Synode führt Hessen der Reformation zu. 1527 Gründung der Universität Marburg. 1568 Teilung der Landgrafschaft Hessen. 1584 Gründung der Hohen Schule Herborn. 1605 Wilhelm Dillichs Hessische Chronik erscheint. 1607 Gründung der Universität Gießen. 1646 Merian veröffentlicht die Topographia Hassiae. 1685-86 aus Frankreich vertriebene Hugenotten kommen nach Hessen. 1687 Der Physiker Denis Papin nimmt einen Ruf der Universität Marburg an. 1711 Christoph Graupner wird Hofkapellmeister in Darmstadt. 1720 Der Kasseler Prinz Friedrich wird König von Schweden. 1749 Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt geboren. 1752 Die Abtei Fulda wird Bistum. 1774 Tod der großen Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt.
1776, hessen-kasselische Truppen werden nach Nordamerika verschifft. 1792, letzte Kaiserkrönung in Frankfurt. 1803, Hessen-Kassel wird Kurfürstentum. 1807, Jérôme Bonaparte übernimmt die Regierung in Kassel.